Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Qualin-Video. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie ich die Aufgabe mit dem Modellshop angehe. Es geht also darum, ein konzeptionelles Datenmodell zu erstellen. Ich habe hier die Dokumente, die mir zur Verfügung stehen. Rechts ist eigentlich mein Notizblatt. Und was ich jetzt als erstes mache, ist eigentlich mal identifizieren, welche Objekte des realen Lebens ich hier erkenne. Und ich sehe jetzt hier schon bei der Rechnung, hier handelt es sich offenbar um eine Person. Und ich habe hier Attribute wie Anrede, Vorname, Nachname, Straße, Postleitzahl, Ort. Man kann sich das Ganze natürlich direkt ins Dokument reinschreiben. Ich finde die Kommentarfunktion nicht ganz so praktisch. Deshalb mache ich das eher auf meinem Notizblatt. Dann stelle ich auch fest, es gibt natürlich die Rechnung als Ding des realen Lebens. Hier habe ich zum Beispiel das Rechnungsdatum. Hier die einzelnen Artikel, das sind weitere Dinge. Da habe ich fest, Entitätstyp Rechnung, Entitätstyp Artikel. Eine Menge, es gibt eine Bezeichnung, es gibt einen Preis. Suche ich noch eine andere Farbe aus. Hier die Menge, Bezeichnung, der Preis. Der Grund, dass ich das jeweils markiere, ist, dass ich auch sehe, was habe ich eigentlich schon berücksichtigt. Und jetzt sehe ich hier zum Beispiel einen Rabatt, diese 5%. Da stellt sich jetzt die Frage, ist das Teil der Rechnung oder des Artikels? Sprich, werden immer 5% Rabatt gewährt auf diesem Artikel? Was ich mir nicht vorstellen kann. Also hier gehe ich davon aus, dass dieser Rabatt irgendwie zur Rechnung gehört. Auch Versandkosten, nicht der Text selber, sondern die Kosten, gehören zur Rechnung. Wenn ich jetzt noch ein zweites Beispiel anschaue, dann stelle ich hier fest, es gibt offenbar auch noch einen Rabatt auf die Bestellung als Ganzes. Und es gibt hier offenbar diese Sporträder, die aus zwei Elementen bestehen. Also Artikel haben offenbar auch Bestandteile. Damit habe ich mal die Informationen aus der Rechnung rausgeholt. Jetzt schaue ich mal Kundendaten an. Okay, Vorname, Nachname ist offenbar getrennt. Ich habe aber noch die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer. Und wie ich jetzt hier bei Hanna sehe, das können auch mehrere sein. Ich mache mir in dieser Phase noch nicht groß Gedanken um Normalisierung, um Redundanzen etc. Es geht wirklich mal darum herauszufinden, welche Daten habe ich denn eigentlich.
Ja, zuletzt die Artikelstammdaten, Artikelnummer. Die hatte ich noch nicht. Bezeichnung, Preis, eben dieses Besteht-Aus oder Bestandteile und offenbar auch Bilder. Das scheinen mal alle Informationen zu sein, die ich hier rausholen kann. Jetzt muss ich das Ganze noch grafisch darstellen. Auch hier persönlich verwende ich in der Regel Papier und Stift. Aber jetzt für dieses Video habe ich mich für Visio entschieden. Und zwar wähle ich hier die Gen-Notation. Gen-Notation kennt Attribute. Sie kennt die Entitätstypen. Das ist das gleiche Symbol. Und bei den Beziehungen dieses Raute-Symbol. Also ich habe eine Person. Können Sie einfach die Attribute zuweisen. Hat eine Anrede. Sie hat einen Vornamen. Dann habe ich die Rechnung und ich habe den Artikel. Also ich platziere die da einfach mal so. Ganz grob. Der Artikel hat eine Artikelnummer und so weiter. Wie schon gesagt, bei diesem Schritt geht es einfach mal darum, festzuhalten, welche Entitätstypen, welche Attributstypen haben wir in diesem Datenmodell. Dort, wo ich Redundanzen erkenne, dort, wo ich mögliche Doppelwerte erkenne, kann ich das bereits berücksichtigen. Ich mache mir aber dann noch nicht so viel Gedanken. Das erfolgt dann bei der Normalisierung. Also einfach so als Beispiel, es ist natürlich so, dass jede Rechnung viele Artikel hat und jeder Artikel in vielen Rechnungen vorkommt. Und wer schon etwas Erfahrung mit Datenmodellierung hat, weiß, das werden wir später auflösen müssen. Es wird auch einzelne Attribute geben, wie zum Beispiel Bestandteile. Zum einen können das mehrere sein, sie enthalten auch mehrere Angaben. Wie wir hier zum Beispiel sehen, das werden wir sicher noch besser lösen müssen. Aber für den Moment reicht es wirklich mal, sich hier eine Übersicht zu verschaffen. So, ich verzichte jetzt hier darauf, all die anderen Attribute noch anzuordnen. Die habe ich ja hier auf meinem Spickzettel. Das heißt auch hier systematisch durchgehen, schauen, welches Attribut gehört zu welcher Entität. Und dann habe ich schon bald mein konzeptionelles Datenmodell. Ja, ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen zu verstehen, wie ich vorgehe, um das Ganze zu lösen. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Gwalin.